Also Leute, na, seid ihr bereit? Los zum Shopping. Wer ist alles mit dabei? Mama, hast du was gesagt? Also wir gucken gerade Fernsehen und das ist ziemlich spannend. Aber Kinder, wir wollten doch heute mal was Schönes gemeinsam machen. Ein Familienausflug. Ach ja, wir wollten ja shoppen gehen ins Einkaufszentrum. Ich bin dabei. Martin, hey, bist du etwa eingeschlafen? Wir wollten doch los ins Einkaufszentrum. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich dachte, vielleicht vergisst du das auch, aber naja, ab ins Einkaufszentrum. Jetzt will Familie Vogel einmal was unternehmen und dann klingelt schon wieder an der Tür. Wer will das denn jetzt sein? Hm? Das sind ja Tessa und Nils, aber was machen die hier? Sind wir etwa mit denen verabredet? Ich weiß davon nichts. Naja, dann hoffe ich, dass die nicht allzu lange bleiben möchten. Schließlich wollten wir ja los ins Shoppingcenter. Na, ihr beiden, was gibt's? Aber wir wollten einfach mal so vorbeischauen. Ja, genau, nichts Bestimmtes, Tante. Ach, hm? Ist das die Schnöselste? Dann bleibe ich aber liegen. Das ist ja wirklich ein bisschen ungewöhnlich für euch. Ihr kommt mich einfach so besuchen? Also uns? Ja, genau, so sieht's aus, Tante. Nichts Bestimmtes. Wir wollten einfach mal nur so vorbeischauen, weil mittlerweile lieben wir unsere Familie, oder, Tessa? Ja, genau, Tante. Na gut, dann kann ich ja schon mal nach oben gehen und die Handtaschen holen. Schließlich wollen wir ja gleich los. Ja, sehr schön, Tante. Ja, nach oben gehen, Handtasche holen. Ja, hört sich super an. Klasse. Oh, ich glaube, sie haben mich noch nicht bemerkt. Ich bleib einfach hier liegen. Da muss ich mit denen gar nicht erst reden. So, Hannah und Julian, ihr könnt jetzt mal mit mir mitkommen. Ich will euch unbedingt was zeigen. Oh, jetzt wirklich? Was will die uns denn jetzt zeigen, bitte? Wahrscheinlich was mega langweiliges oder was mega viel wert ist, wie immer. Tessa, was willst du uns denn hier zeigen, hier bei uns im Haus? Wir sollen jetzt hinter dir herkommen? Ja, geht alles klar. Ja, ja, ist schon erledigt. Super, klasse. Die beiden, Nils und Tessa, das sind schon echt merkwürdige Kinder, muss ich sagen. Zum Glück nicht meine. Aber sie gehören ja irgendwie zur Familie. Und was machen die denn jetzt da? So, jetzt mir nach. Kommt mit. Tessa, warte mal. Oh, was soll das denn hier in unserem eigenen Haus? In unserem eigenen Haus sollen wir jetzt hinter Tessa herlaufen und die will uns irgendwas zeigen? Was soll das? Julian, Hannah, seid ihr jetzt bereit zum Shoppen? Sind eure Cousinen, also eure Cousine und euer Cousin schon weg? Nein, ganz im Gegenteil, Mama. Tessa, die läuft hier irgendwie rum und wir sollen hinter der herlaufen. Die will uns was zeigen in unserem eigenen Haus. Ach, hallo, Emma, na? Wow, was machst du denn hier? Mann, hast du dich rangeschlichen? Ich bin gerade dabei, hier meine Kutsche zu reparieren. Oh Mann, da gab's einen Unfall. Jetzt dreht sich das Rad nicht mehr so gut. Das klingt ja total spannend. Hannah, Julian, kommt doch mal eben. Guckt euch das mal an. Ich meine, Emma, die repariert ihre Prinzessinnenkutsche selber. Tessa, ist das jetzt das, was du uns zeigen wolltest? Dass Emma ihre Prinzessinnenkutsche repariert? Tante Claudia, komm. Seht ihr das doch mal an. Hm? Tante Claudia! Hat mich da gerade Tessa gerufen? Es kann sich nur wirklich um Stunden handeln. Ich stelle meine Tasche hier unten ab und schaue mir mal das oben an. Also, wir wollten los. Kinder, was ist denn jetzt nun los? Warum habt ihr mich denn gerufen? Mama, das hatte ich, glaube ich, gerufen, weil ich meine Kutsche selbst repariere. Das musst du unbedingt sehen. Also, eins verstehe ich gerade nicht. Was ist daran so interessant, dass Emma ihre Kutsche da repariert? Und warum möchte das Tessa unbedingt sehen? Also, irgendwie ganz, ganz komisch heute. Für sowas interessiert sich Tessa doch sonst eigentlich nie. Tessa, hallo. Wir können dann wieder los, ne? Na dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Tschüssi. Das war ja ein komischer Besuch. Können wir jetzt endlich los? Ja, wir können los. Ab zum Shoppen. Also, Claudia, was war denn hier heute los? Warum sind denn Nils und Tessa jetzt vorbeigekommen? Also, das verstehe ich nicht. Ach, Martin, ich verstehe es auch nicht. Aber ich will es ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Ich wollte nur gemeinsam mit euch shoppen. Können wir das jetzt machen? Endlich angekommen. Dann können wir jetzt loslegen. Ich gucke als erstes bei den Tieren. Oh, wie süß. Die lassen heute ein Meerschweinchen und einen Hasen freilaufen. Hanna, stopp. Wir wollten doch alle beisammen bleiben. Es ist doch ein Familienausflug. Nicht hier jeder seinen eigenen Weg gehen. Ach, Julian und Emma machen auch schon ihr eigenes Ding. Hey, ihr beiden, stopp. Oh, Mama, chillax. Was ist denn los? Ich wollte doch nur mal bei den Sportsachen da gucken. Vielleicht ein neuer Ball oder so. Was ist denn? Oh, ist das denn zu viel verlangt? Ich wollte nur einen schönen Nachmittag mit euch verbringen hier im Einkaufszentrum. Und jetzt? Jetzt laufen alle weg. Und Nils und Tessa waren da. Alles ist schiefgegangen. Ja, toll. Oh, schade. Ich wollte mir eigentlich ein paar Golfsachen oder so mal angucken. Also, der Sport fasziniert mich irgendwie ein bisschen. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich hierbleiben, wie die Kinder. Toll. So, wir bleiben alle zusammen. Und als erstes gehen wir erstmal ein bisschen die neuen Klamotten abchecken, oder? In die Modeabteilung. Ich gehe vor. Na, Martin, wollen wir uns mal umsehen? Wir finden bestimmt was Tolles. Naja. Sieh doch mal diese Handtasche hier an. Die sind doch prima, oder? Ach, toll. Und diese goldenen Badelatschen. Also, solche schönen Schuhe habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, toll, ich bleib jetzt hier sitzen. So habe ich mir das heute nicht im Einkaufszentrum vorgestellt. Ich dachte, wir können hier machen, was wir wollen. Und nein, wir müssen hinter Mama her die ganze Zeit. Das ist doch langweilig. Ja, sehe ich ganz genauso. Eigentlich gehe ich gerne shoppen, aber jetzt hinter Mama herlaufen. Ich dachte, wir könnten nach Spielzeug gucken oder bei den Tieren. Ach Kinder, was soll denn die schlechte Laune jetzt hier? Ich meine, ja gut, ich hätte mir auch was anderes vorstellen können, aber zur Mama zuliebe, hä?
Und wenn wir mit der Mama jetzt ein bisschen Handtaschen gucken, dann können wir bestimmt gleich auch ein paar andere Sachen machen, die ein bisschen mehr Spaß machen, hä? Also diese Badelatschen, die muss ich mir auf jeden Fall zulegen. Und naja, ich verdiene ja auch nicht gerade schlecht in dem Café gerade. Ich glaube, heute darf sich jeder mal was gönnen. Habt ihr gehört, Kinder? Jeder darf sich heute was aussuchen und ich bezahle, na? Schaut euch mal um. Na, das hört sich doch viel, viel besser an. Also da stehe ich auch gerne wieder auf. Juhu! Wie bitte? Claudia bezahlt und ich darf mir was aussuchen? Oh, was nehme ich denn? Also ich finde es total einfach, mir was auszusuchen. Ich werde dich nehmen. Du bist total niedlich. Dich nehme ich mit nach Hause. Was habe ich da gehört? Ich darf mir aussuchen, was ich will und Mama bezahlt es. Naja gut, macht sie sonst auch, aber was nehme ich denn? Also ich weiß zwar nicht, was das ist, sieht aber spannend aus und hier sind irgendwie 1, 2, 3 Nullen. Mama hat gesagt, egal wie teuer. Komm, das nehme ich. Ach, guten Tag, junger Herr. Kann ich Sie beraten? Spielen Sie Golf? Oh, also das ist Golf. Okay, nee, danke. Doch, nichts für mich. Und Julian, wie sieht's aus? Hast du das? Oh, bei den Golfschlägern, da wollte ich eigentlich vorbeischauen, aber nee, ich glaube, die sind ein bisschen zu teuer für uns. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll, weil ich sehe auch kein Skateboard oder so, aber vielleicht ein Computerspiel oder so. Oh, Julian, ich hätte da was. Wie sieht's aus mit diesen Tischtennisschlägern hier, hä? Also du hättest einen, ich hätte einen und wir könnten uns vielleicht auch eine Tischtennisplatte dann gönnen irgendwie. Oh, Papa, ist das mal wieder dein Ernst hier? Oh Mann, man sieht, dass du gar keine Ahnung hast. Darf ich was aussuchen, dass euch Tischtennisschläger nehmen? Nein, danke. Mama, können wir dann jetzt bei den Tieren gucken? Darf ich mir ein neues Tier aussuchen? Einen kleinen Gefährten für Pia. Hanna, ich werde erstmal mit dir gemeinsam da hingehen und schauen. Da können wir mal uns einen ersten Eindruck verschaffen. Oh, ist der nicht niedlich? Der ist noch ganz klein. Und der würde auf jeden Fall noch mit in Pias Stall reinpassen. Bitte. Hanna, das ist eigentlich keine gute Idee. Und vor allem der Stall von Pia, der ist gerade groß genug für sie. Na gut, darf ich dann vielleicht so eine Transportbox haben? Dann kann ich Pia vielleicht mal mit zu Pia nehmen oder sonst irgendwo hin oder in die Schule. Also Hanna, eigentlich die Idee finde ich gar nicht so schlecht. So eine Transportbox könnten wir vielleicht gebrauchen für sie. Dann gehen wir mal wieder rüber dazu. Claudia, Schatz, Hanna, ich hätte hier die Tischtennisschläger, die können wir ja mitnehmen. Oh, und ich glaube, ich nehme dich. Ich meine, okay, es gab zwar keinen richtigen Winter bisher bei uns, aber ich könnte damit ja vielleicht die Treppe mal wieder runterfahren. Julian, was hast du denn da? Das ist ja riesig. Na, nach was sieht das wohl aus? Das sind Skier, aber die sind für mich, damit das klar ist. Also gut, hat denn jeder jetzt was gefunden? Dann ab zur Kasse. Was? Ich darf diese Skier jetzt wirklich behalten? Also, ich hätte nicht gedacht, dass... Na gut, ich nehme sie mit. Also, ich nehme jetzt erstmal hier diese Badelatschen, dann die Ping-Pong-Schläger, die Skier, das Transporthäuschen, die Puppe. Ich glaube, das war's. Naja, schön und gut. Also, das dann alles zusammen. Bar oder mit Karte? Das wären dann 525 Euro. 525 Euro? Na gut, ich zahle mit Karte. Aber natürlich, aber... So wie scheint, gibt es hier, glaube ich, ein kleines Problem. Also, es tut mir leid, aber auf der Karte ist nichts drauf. Es scheint, dass das... Also, ich weiß nicht, gesperrt ist die Karte auch nicht, aber irgendwie wird die Zahlung nicht angenommen. Bitte, es ist nichts mehr auf der Karte drauf. Martin, hast du vielleicht irgendwas mit der Karte gekauft, von dem ich nichts weiß? Claudia, Schatz, nein, also nicht, dass ich wüsste, wo du es jetzt... Nein, auf gar keinen Fall. Oh, das wird super mit diesen Dingern. Ich kann hier schon mal ein bisschen üben mit den Stufen und zu Hause dann die Treppe. Aber was mache ich denn jetzt? Ich werde es mal beim Geldautomaten versuchen. Vielleicht ist das Lesegerät auch kaputt von dem. Ach super, hier ist direkt ein Geldautomat. Ich bin mir sicher, da muss noch Geld drauf sein. Ich habe nichts damit gemacht. Na gut, dann probiere ich es mal. Rein mit der Karte und... Was steht da? 0,000 Euro? Da ist ja echt nichts mehr drauf. Ach, mir wird ganz anders. Mir wird schwindelig. Wo ist mein ganzes Geld hin? Ich bin pleite? Claudia, Schatz, alles in Ordnung? Ach, sag nicht schon wieder die Tüdelitis. Ich muss schon sagen, das war echt fies von dir, Mama. Wenn das ein Prank oder so war, der war echt fies. Er sagte, wir dürfen alles haben und jetzt nicht. Ja, Mama, also du hast doch gesagt, ich darf die Transportbox haben und ich hatte mich schon so gefreut und Pia hätte sich auch total gefreut. Kinder, das ist jetzt gerade eine ernste Situation. Es geht jetzt nicht um die Geschenke oder um irgendwelche anderen Sachen. Was kann denn da nur bloß passiert sein? Wo ist mein ganzes Geld hin? Claudia, Schatz, ich muss dich das jetzt einfach fragen. Warst du vielleicht doch irgendwo shoppen und du hast es einfach vergessen? Habt ihr das gesehen? Die Puppe war total traurig. Die wäre so gerne mit mir nach Hause gekommen und jetzt steht sie immer noch da im Laden. Also ich sag dir, Mama, das war so fies, dieser Prank. Jetzt müsste eigentlich die Polizei kommen und dich mitnehmen. Julian, was ist denn los? Warum bist du auf einmal so still und warum guckst du so erschrocken? Naja, weil die Polizei jetzt wirklich da ist und anscheinend Mama abholen wollen. Guten Tag, sind Sie Claudia Vogel? Ja, die bin ich, aber was wollen Sie denn hier? Der Tag ist wirklich schon schlimm genug verlaufen. Naja, wir haben einen jungen, minderjährigen Kreditkartenhacker hier in Playmobil City erwischt und der hatte auch die Daten von Ihrer Kreditkarte. Soweit haben wir das jetzt alles geklärt. Das Geld wird wieder zurück auf Ihre Karte gebucht. Allerdings können wir Ihnen nicht den Namen des Täters sagen. Was, wirklich? Mein Geld ist wieder aufgetaucht? Aber wie konnte das überhaupt passieren? Martin, ich bin sowas von froh. Ich dachte, das ganze Geld, was ich mit dem Café eingenommen habe, sei weg.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir fahren jetzt doch ins Einkaufszentrum und holen uns doch all die Sachen, oder? Ich bin sowas von froh. Ich habe mich erst erschrocken, dass Sie hierher gekommen sind, aber das sind wirklich tolle Neuigkeiten, die Sie haben. Aber wer könnte denn jetzt dieser junge, geldgierige Kreditkartenhacker sein? Ist das vielleicht jemand, den ich kenne? Kinder, seid ihr alle bereit? Wir wollen doch los. Hallo, wo seid ihr? Wir wollen los. Also vor 5 Sekunden saß doch auch Martin hier noch. Wo ist er denn hin? Martin! Oh, einkaufen für den Winter drauf habe ich jetzt sowas von keine Lust. Aber ich habe auch keine anderen Winterklamotten. Das wird ja super. Hallo Mama! Da bist du ja. Wo sind denn die anderen? Wir wollten doch los. Ja, ich freue mich auch schon total. Winterklamotten shoppen. Ich hol die anderen. Papa, wir wollen doch los. Winterklamotten einkaufen. Ja, natürlich. Ja, klar, Schatz. Ich weiß. Julian? Julian, ich sehe dich doch. Du bist doch da oben. Komm schon. Wir wollen doch los ins Einkaufszentrum. Julian ist nicht da. Nein, keiner ist da. Komm schon, Julian. Ich hab dich gesehen. Versuch später wieder. Hallo, Emma. Mama hat uns doch schon gerufen. Wir wollen doch los ins Einkaufszentrum. Ach so, jetzt? Mama hat schon bestimmt 5-mal gerufen, Emma. Komm. Ich hab das gar nicht gehört. Oh, Julian, du bist ja immer noch da oben. Komm runter, wir wollen los. Ich hab sowas von keine Lust heute, aber sowas von keine Lust. Aber ja, gut, ich komm schon mit, ich muss ja mitkommen. Da seid ihr ja endlich. Emma, Hanna, Julian und Papa. Dann können wir ja endlich los. Oh, ich freue mich riesig. Ich liebe Shoppen. Das wird ein toller Nachmittag. Schaut doch mal die tollen Mützen an, in so vielen unterschiedlichen Farben. Oh, klasse sind die. Hallo, wo seid ihr denn? Also Emma, also das sind hier Skier, die beiden Dinger. Mhm. Das ist ein Snowboard, das was du dir auch gewünscht hast und was ich mir auch gewünscht habe. Ich hoffe, ich bekomme so eins. Ach so, ja, unsere Weihnachtsgeschenke. Mhm. Cool. Also da stellt man sich einfach jetzt so drauf, das ist fast wie so beim Skateboard. Mhm. Ne? Und dann kann man den Berg runterfahren. Oder wow. Ja, das ist richtig cool. Kinder, ich habe gerade mit euch geredet, aber ihr seid anscheinend total anders beschäftigt. Ach, mir hört keiner zu. Guck mal, Papa. Ist das nicht lustig? Der passt dir, glaube ich, nicht, oder? Ich kann es ja mal versuchen. Und, wie sehe ich aus? Oh, das sieht richtig toll aus, Papa. Ja, steht sicher? Gut. Okay. Also ich glaube, ich stehe vollkommen alleine hier. Selbst Martin interessiert sich überhaupt nicht für die Winterklamotten. Ja, Claudia, ist schon gut. Wir kommen schon. Oder ich komme alleine, je nachdem, ob die Kinder Lust haben. Also ich habe schon mal was Schönes für mich entdeckt. Ich werde es direkt anprobieren. Die anderen können ja noch mal schauen. Du, Claudia, Schatz, ich bin hier vor der Kabine. Ich warte auf dich einfach. Ist gut, Martin. Ja. Und, was habe ich dir gesagt, Emma? Richtig cool, oder? Oh, super. Papa, guck mal, Papa! Kinder, seid vorsichtig. Oh, ist das ein Snowboard? Oh, darauf hätte ich auch mal ziemlich Lust. Kinder, lasst mich mal drauf. Wie kriege ich die denn da weg? Kinder, schau mal, ist das nicht der neue Schlitten 3000 oder wie die Dinger heißen? Schaut euch das mal an. Oh, das ist fast so einer, wie wir auch zu Hause haben. Papa, können wir den auch mitnehmen? Dann kann man die so verbinden. Ja, dann hat man einen großen Schlitten. Tada! Oh, ich sehe schon, Martin ist wieder abgelenkt. Die Kinder beschäftigen ihn einfach die ganze Zeit. Schaut doch mal mein Outfit. Hallo! Ah, toll siehst du aus, Schatz. Sehr, sehr gut. Steht dir richtig. Also ich finde auch, das steht mir ausgesprochen gut. Ist gekauft. Hanna, kommst du dann als nächstes? Oh, diese Helme finde ich total gut. Hanna! Wenn man dann Ski fährt. Mama hat mich gerufen. Schicker Pulli, Mama. Schön. Mhm. Hanna, für dich habe ich auch schon ganz tolle Wintersachen rausgesucht. Ab in die Kabine mit dir. Liegt schon alles bereit. Okay, danke. Und Hanna? Mama? Wie gefällt dir das denn? Ich find's super. Steht dir richtig, richtig toll. Die Stiefel sind richtig schön warm. Mhm. Und wenn du möchtest, Hanna, kannst du dir gerne noch eine passende Mütze aussuchen. Vielleicht in Rot. Oh, Papa hat so einen tollen Helm auf. Ich möchte auch so einen haben. Dann sehe ich aus wie ein Bergarbeiter. Mhm, ich find Rot gut. Und du, Mama? Mhm, passt gut zu den Handschuhen und auch zu den Stiefeln. Super. Also für uns beide haben wir jetzt schon was gefunden. Aber was ist denn mit den anderen? Julian? Emma? Oh, da hinten ist ja auch noch ein Schlitten. Oh Mann, den will ich hier mir aber auch noch... junger Mann, Julian. Nee, da hinten ist auch noch einer, Mama. Die Klamotten warten auf dich. Julian, für dich habe ich auch schon was ganz, ganz Tolles rausgesucht. Ja, wahrscheinlich wieder so richtig gut, wie ich dich kenne, Mama. Ach, klasse siehst du aus, Julian. Nee. Ich ziehe das auch direkt wieder aus. Das sieht gar nicht schön aus. Ich Warum möchte das denn? Nicht. Nein, ich Ach, möchte komm, das lass nicht. Dich doch mal nee, sehen. Nee, so darf mich keiner sehen. Weißt du, wie peinlich das ist, wenn hier jemand aus meiner Kita ist? Oh Mann, die machen sich sowas von über mich lustig. Nee. Guck mal, Papa, wie ich aussehe. Oh. Ich habe auch eine neue Mütze. Sehr schick. Und fällt dir irgendwas bei mir auf, Hanna? Was hast du denn hier zu meinem Helm? Oder was meinst du zu dem hier? Ich finde den eigentlich auch schön. Papa, du siehst aus wie so ein Bauarbeiter oder ein Bergarbeiter. Toll! Oh Mama, das ist sowas von peinlich, wenn mich jetzt jemand damit sieht, ne? Ach, diese Farben und diese Schuhe, ich möchte diese Schuhe nicht. Das sind so richtig hässliche Winterschuhe, die hätte Papa immer an. Und dann dieser Pullover hier, was ist das? Ein Hund oder was? Die sieht aus wie ein Hund. Wer hat denn einen Pullover mit einem Hund drauf, bitte? Wie bitte? Was? Hat hier jemand Pullover mit Hunden drauf? Oh, das wäre was für mich.
Also tut mir leid, Mama, aber diese Schuhe und diese Hose will ich auf gar keinen Fall. Also da bleibe ich lieber bei meinen alten Klamotten und also bei meiner alten Hose. Die grüne Hose ist viel cooler und das Oberteil ziehe ich auch aus. Also dir wäre es wohl am liebsten, wenn ich sowas hier anhätte, oder? Wie so eine Winterprinzessin, ne? Ach, und du holst immer so hässliche Klamotten, Mama. Oh, Julian, wie du aussiehst. Ja, richtig hässlich. Mama, was? Kann nein. Ich auch sowas haben, bitte? Ach, Emma, so ein Prinzessinnenkostüm, das wird's nicht ganz. Aber ich habe dir schon schöne Sachen rausgelegt. Zum Beispiel so eine Mütze, wie Julian gerade hatte. Hm? Probier das mal an. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus, Mama. Ich sehe aus wie ein Baby. Aber na gut, ist ja nur für den Winter. Aber schön warm sind die Klamotten. Und wenn ich dann mit meinem Snowboard fahre, dann sind die Klamotten besonders gut. Dann friere ich nämlich nicht. Aha, Emma, wie siehst du denn aus wie ein Baby? Nein! Hanna, bist du das? Ich dachte, du wärst jetzt jemand anders. Du siehst ja komisch aus. Was ist das für Klamotten? Julian, das ist doch der Richtige mit dem Hundepulli. Ha, 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 ha. Mama, ich wusste es. Du siehst aus wie ein Tannenbaum. Kinder, ihr seht alle richtig, richtig schick aus in euren neuen Klamotten. Klar, mir natürlich. Mir gefällt das gut. Nur weil du dir ja deine eigenen Klamotten selbst ausgesucht hast. Julian, jetzt werd nicht frech. Aber einer fehlt auch noch. Wo ist denn Papa? Ach, der läuft hier bestimmt hier irgendwie wieder die Gänge mit dem Helm rum. Hey, Claudia, Kinder, ich bin schon längst fertig. Wo bleibt ihr denn? Ach, dann hat das doch ganz gut geklappt, oder? Familie Vogel ist jetzt endlich winterfest. Das war's hier mit dem Wintershopping. Also ich hoffe, dass das bis nächstes Jahr reicht. Ach, mein Schatz, Claudia, ich muss schon sagen, der Kaffee hier bei euch schmeckt am besten. Wie vielte Tasse ist das? Die fünfte oder sechste? Ach, Papa, das freut mich zu hören. Greif ruhig zu. Ich meine, du kannst so viel trinken, wie du möchtest. Ach, pass aber lieber auf. Also nicht, dass du wieder Herzrasen bekommst, wenn du so viel Kaffee trinkst. Ach, Annegret, wie recht du mal wieder hast. Ich kriege gleich noch Schweißausbrüche oder so. Deswegen waren wir... Wo ist denn jetzt die kleine Emma? Deswegen sind wir doch hier, oder? Papa, das habe ich schon gesagt. Die ist noch oben und schläft. Sie schlummert noch. Ach nein, langsam reicht's, aber wir warten hier schon ganz schön lange auf sie. Ich werde sie jetzt wecken, ist mir egal. Also, falls mich jemand fragen sollte, ob ich heute Lust habe auf die Schule, dann würde ich ganz, ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also, was macht ihr beiden denn hier? Hey, aber Opa! Also, die Frage ist wohl eher, was machst du hier? Ja, stimmt, was willst du in unserem Haus? Wir wohnen doch hier. Also, du darfst gerne hier hinkommen, aber was machst du gerade? Ja, also, ihr wisst ja, den Spruch, den bringt der Opa immer am liebsten, ne? Wollt ihr nicht zur Schule, ihr zwei? Ach, ihr seid ja so süß. Opa. Einmal kurz kneifen. Au, Opa! Was ist das, Opa? Oh, meine Wange tut weh. Warum darfst du das und ich nicht? Naja, weil du Opa bist. Aber kannst du mir mal eins sagen? Warum bist du so früh hier? Ist doch auch noch mitten in der Woche. Ach so, ja, also, die Oma und ich, wir sind heute hier hingekommen, um die Emma abzuholen, um eine kleine Shoppingtour mit ihr zu machen. Ja. Oh. Das ist total unfair. Und was wollen, mit uns? Wir wollen auch mitkommen. Wir wollen nicht in die Schule. Ach ja, ihr beiden. Also hätte ich die Wahl, dann würde ich jetzt, glaube ich, auch zum Shoppen gehen. Und nicht zur Schule. Aber ihr müsst halt zur Schule. Tut mir leid. Ach, ich kann euch jetzt nicht so gehen lassen. Wisst ihr was? Ihr bekommt noch ein kleines Taschengeld von mir. Für die Pause. Bitteschön. Papa, du gibst doch wohl nicht den Kindern wieder einfach Geld, oder? Ich hoffe nicht. Danke, oh, Opa. Dankeschön, Opa. Das ist wirklich lieb von dir. Also ich den Kindern Geld? Nein, nein. Kinder, seid ruhig beim Rausgehen. Psst. Na dann viel Spaß in der Schule. Was wollte ich denn jetzt noch mal oben? Muss ich auf Klo? Oh nein, ich wollte ja zu der kleinen Emma sie wecken und oh, mein Herz ist so am Rasen. Ach, dieser Kaffee. Oh, sieh sich das eine an, wie süß sie da am Schlafen ist. Ich möchte sie eigentlich nicht wecken. Ich sollte ruhig sein und hier keinen Lärm veranstalten. So an diesem schönen Spielzeug hier vorbei. Und was war das denn für ein Geräusch? Ist alles in Ordnung da oben? Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich denke, Opa ist nur über die ganzen Spielsachen von Emma geflogen. Das passiert mir auch ständig. Ist in Ordnung da? Ja, alles gut. Oh, was war das denn schon wieder? Wow, was machst du denn hier? Oh Mann, ich hab so schön geschlafen. Du bist ja schon wach. Überraschung, na? Freust du dich, Emma? Ja, Papa, du bist ganz schön alt geworden, so über Nacht. Warum hast du so viele graue Haare? Bist du noch am Träumen, meine Kleine? Nein, ich bin's, der Opa. Das weißt du doch. Außerdem sehe ich jünger aus als dein Vater. Nur mal so am Rande. Wir wollen dich heute abholen mit der Oma zum Shopping. Oh, ich gehe erstmal mich fertig machen. Oh, toll. Ich wurde voll aus dem Schlaf gerissen. Ich habe von Donuts geträumt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die Kleine sich ein bisschen mehr freut. Aber nun gut, wir sind auch nur Oma und Opa. Vielleicht freut sie sich da nicht so wie ihre Freunde zu sehen. Nun gut. Also gut, meine Kleine. Heute keine Kita, heute ist ein Ausflug geplant. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Oma und Opa. Hm? Und schön artig sein. Ach, aber natürlich. Die Emma ist doch immer das liebste Kind von allen, oder? Wir werden heute einen schönen Tag mit dir haben. Und dann ziehen sie so von dann. Ich hoffe wirklich, dass das alles gut geht. Nicht, dass Emma die beiden total überfordert. Also wenn Emma will, dann kann sie einen ganz schön um den Finger wickeln. Ich hoffe nicht, dass sie das jetzt heute bei denen macht. Ach, Oma und Opa eben.
Läuft die Kamera jetzt? Ja, gut, okay. Also, hey Leute, ich bin Nils Schnösel. Willkommen zu meinem neuen YouTube-Channel. Ja, alles drauf. So, das Licht ist auch gut. Stimmt so. Red weiter. Okay, gut. Und das erste Video wird natürlich sofort ein Kracher direkt. Also, ich mache eine Challenge. Und zwar, alles, was ich anfasse, werde ich auch kaufen. Und das in 5 Minuten. Ja, guck mal, ist das da nicht Nils? Hallo, Nils. Also eigentlich müsstet ihr doch Privatunterricht haben, aber naja, Emma, ich glaube, dieser Laden ist nichts für dich. Komm, wir gehen weiter. Was macht ihr denn da? Mit wem redet ihr? Ich geh mal hin und gucke. Leute, ich sag euch, dieses Flammenskateboard ist wahrscheinlich ziemlich teuer. Oh, da habe ich's angefasst, also muss ich's kaufen. Hey du Nils, na, was machst du denn hier? Musst du nicht zur Schule? Kurze Frage, sag mal, soll die Kleine auch mit im Video sein? War jetzt eigentlich nicht so geplant, oder? Oder ist jetzt spontan? Boah, Emma, sag mal, siehst du nicht, dass ich hier gerade ein Video drehe? Ich habe einen eigenen YouTube-Channel. Ich habe doch Privatunterricht und das interessiert dich alles nicht. Raus hier aus dem Bild. Wow, cool, spannend. Und was soll das hier genau für ein Video werden? Kann ich da mitmachen? Hallöchen, mein Nils, mein Enkel. Nicht mein Liebster, aber mein Enkel. Wir wollten dich nicht stören. Oh, Oma, Opa, also jetzt nicht hier auch noch. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich drehe hier ein Video. Ich mache die 5-Minuten-Challenge. Ich darf, was ich anfasse, muss ich auch kaufen. Innerhalb von 5 Minuten. Also jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Der Drehplan sah doch ganz anders aus. Was machen denn jetzt die Alten hier? Oma, Opa, habt ihr das gehört? Ich will das auch unbedingt machen. Das klingt total cool. Können wir das auch spielen? Ja, diese 5-Minuten-Challenge. Naja, also für Spiele sind wir eigentlich immer zu haben. Na, was meinst du? Ha, super Idee, natürlich. Alles, was du anfasst, das wird auch gekauft. Oh Mann, ich bin sowas von aufgeregt. Alles, was ich anfasse, muss ich mir genau überlegen, was ich anfasse. Es wird doch eh alles gekauft. Alles klar, so, die Leute sind jetzt weg. Nochmal von vorne, würde ich sagen. Aber Oma, also einer von euch muss auf jeden Fall auch die Uhrzeit nehmen, weil die muss ja dann ablaufen. 5 Minuten. Ja, alles klar. Also, die Stoppuhr ist gestellt. Los geht's. Oh, wow, so viele Fahrräder. Welches nehme ich? Welches nehme ich? Entschuldigung, also herzlich willkommen im Bike- und Skate-Shop. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwas zeigen oder so? Nein, wir haben keine Zeit für eine Beratung. Die Zeit läuft. Ich muss mir irgendwas aussuchen. Und angepasst, das pinke Fahrrad gehört mir. Sehr gute Wahl, Emma. Ich glaube, das hätte der Opa auch genommen. Ja, wenn er noch mal jung wäre. Und damit ich nicht immer mit Julians Skateboard fahre, hole ich mir jetzt ein eigenes. So, angepasst, das ist meins. Also meinst du nicht, Emma nimmt dieses Spiel ein bisschen zu ernst? Nicht, dass wir ihr noch zu viel Hoffnung machen. Ach nein, mein Schatz, also das ist doch nur ein Spiel. Das brauchen wir nicht so ernst nehmen. Ich werde sie schon sonst erklären. Sie wird es natürlich verstehen. Okay, ich habe jetzt das Fahrrad angefasst und das Skateboard da hinten. Das nehme ich dann. Das müssen Sie dann zu Familie Vogel schicken, ja. Alles klar. Und wer soll das bezahlen? An wen geht die Rechnung? Also wahrscheinlich, ja, ganz wahrscheinlich Oma und Opa. Also, nicht Oma und Opa, das wissen sie, oder? Okay, die Zeit läuft. Oma, wie viel Zeit habe ich noch? Also, die Hälfte der Zeit ist rum. 2,5 Minuten hast du noch, aber das wird dir wohl nicht viel weiterhelfen, oder? Oh Mann, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber egal. Ich habe so richtig kurze Beine, aber ich bin mega schnell. Herzlich willkommen hier bei uns im Spielzeugladen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallöchen. Guten Tag. Also, nein, wir werden nur kurz hier durchlaufen. Ja. Danke. Keine Zeit. Wow, das fasse ich an. Das ist meiner. Emma, aber du hast doch zu Weihnachten schon einen Roller bekommen. Was willst du denn mit noch einem? Oma, das ist doch total egal. Ich kann alles haben, was ich will. Und ob ich das schon 2-fach, 3-fach oder 4-, 5-tausend-fach habe, ist doch egal. Das ist meins. Und ich finde auch, dass dieser Wagen, der passt total gut zu meinen Haaren und zu dem Rucksack. Den nehme ich auch. Und wenn ich müde bin, kann ich mich da reinsetzen. Also du, Annegret, meinst du, sie hat das verstanden, dass das ein Spiel ist? Sie ist ja richtig im Shoppingwahn wie im Fernsehen. Also so viel Geld wie das Fernsehen habe ich eigentlich nicht. Oh ja, das nehme ich auch. Angefasst, meins. Wofür braucht man das? Egal, meins. Und das habe ich zwar auch schon in einer anderen Farbe, aber egal. Meins. Und, Oma, wie viel Zeit habe ich noch? Emma, also wie es aussieht, sind die 5 Minuten jetzt rum. Das Spiel ist zu Ende. Eieiei, Gott sei Dank. Endlich ist es vorbei, dass er sowas von anstrengt. Ach ja, und alle Sachen müssen zur Familie Vogel geschickt werden. Und Oma und Opa bezahlen das. Na gut, wird gemacht. Ich hoffe, ich kann mich an die Sachen noch erinnern. Das waren ja ganz schön viele Sachen. Opa, alles in Ordnung? Ich meine, hast du dich irgendwie übernommen? Geht's dir gut? Claudia, ich brauche irgendwas. Ich brauche ein bisschen Zucker oder so. Die kleine Emma hat mich total fertig gemacht heute. Ja, Emma, was hast du denn mit Opa angestellt? Der ist ja total kaputt. Das war ja wirklich ein Shopping-Marathon, oder? Oh ja, und es hat sowas von Spaß gemacht. So toll war Shopping noch nie. Wir haben so eine Challenge gemacht, so ein Spiel. 5 Minuten, alles, was ich anfasse, wird gekauft. Das war richtig klasse. Was? Oh nein, nicht so eine Challenge aus YouTube, oder? Die habt ihr gemacht? Ach, Claudia, beruhig dich doch. Das war doch alles nur ein Spiel. Und Emma, die hat sich so gefreut. Da wollten wir das mitmachen.
Oh, es hat geklingelt. Das werden meine Sachen sein. Ich bin aufgeregt. Vor allem das pinke Fahrrad. Das will ich nochmal sehen. Hallöchen, bin ich hier bei Familie Vogel? Also ich habe hier ganz, ganz viele Pakete und Bestellungen mit Sportgeräten und so. Ja, Familie Vogel, richtig. Aber eigentlich haben wir nichts bestellt. Worum geht's denn genau? Gibt's da irgendwie einen Rechnungsbetrag? Mal sehen. Da haben wir das und das und das. Ach, das geht ja noch. Wir haben einen Gesamtbetrag von 4.312,04 €. Oh nein, oh nein, oh nein, ein Albtraum! Ich hab doch der Verkäuferin zugezwinkert und das sollte keine Anmache sein, sondern nur, dass es ein Spaß ist. Oh, ich glaube, jetzt hat sie mich falsch verstanden. Oh, ich freue mich schon auf meine Sachen. Wo sind die denn? Wo sind die Pakete? Stehen die noch draußen? Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber diesen Rechnungsbetrag, den können wir unmöglich bezahlen. Das war alles nur ein Missverständnis. Die Sachen gehen wieder zurück. Was? Wie? Naja, gut, okay. Also, Sie werden sich wundern, aber das passiert so oft, dass Leute zu viel bestellen und das einfach nicht bezahlen können. Naja, gut. Ich muss schon sagen, das Leben eines Auslieferers ist nicht so einfach, wie es scheint. Naja, ich gehe wieder nach Hause. Aber, warum geht er denn jetzt? Ich habe meine Sachen noch gar nicht bekommen. Also, Emma, mein Schatz, es tut mir wirklich leid, aber der Opa, der kann sich das nicht leisten. Also, wir können uns diese Sachen alle nicht kaufen. Sorry. Emma, das Ganze war nur ein Spiel und so haben das die anderen auch verstanden. Ich meine, in den Videos, da bekommen doch die Leute auch nicht die Sachen, oder? Oh doch, ich wette, Nils hat das alles gekauft und das gehört jetzt alles ihm oder wer auch immer das gekauft hat, ist mir egal. Ach, also da wäre ich mir nicht so sicher. Unser Nils, der macht ja häufiger mal einen auf dicke Hose, das wissen wir ja alle. Oh, ich sag euch, das ist ein Schock für mich, ein wahrer Albtraum. Da muss ich mich erstmal hinsetzen, so viel Geld. Ich glaube, in meinem ganzen Leben, doch, so viel hatte ich schon, aber auf einen Schlag. Oh Mann, oh Mann. Opa, ich fand trotzdem, das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Das war total cool. Also von mir aus können wir das ruhig häufiger machen, auch wenn das am Ende nicht bezahlt wird. Ja, also witzig war's, aber auch der Schock danach war ziemlich groß. Du, Emma, nichts Persönliches, aber ich glaube, wir gehen nicht nochmal zusammen einkaufen. Also Julian hat schon wieder hier Sprüche losgelassen, das geht ja gar nicht. Naja, egal, wir sehen uns dann die nächsten Tage, Hannah, ne? Okay, Dave. Ach ja, bevor ich's vergesse, fast schon wieder. Also meine Mama, die wird ja 40 bald und das feiert sie auch. Und du bist auch herzlich eingeladen. Ich bin eingeladen? Oh, klasse, wie aufregend. Oh, bei dem Geburtstag von Daves Mutter. Ach ja, und der Dresscode ist wohl schick. Keine Ahnung, was das genau heißen soll, aber du weißt schon. Oh Mann, da werden Daves ganzen Verwandten sein und die lernen mich zum Teil dann zum ersten Mal kennen. Ich will auf jeden Fall richtig gut aussehen. Du Mama, ich wollte dir was erzählen. Was gibt's denn, Hannah? Daves Mutter, die wird bald 40 und macht eine große Feier und ich bin auch eingeladen. Man soll sich da schick anziehen. Oh, Daves Mama wird schon 40? Na gut, das habe ich ja noch vor mir. Aha, was Schickes zum Anziehen. Da müssen wir wohl auch mal losgehen, oder? Aber vielleicht finden wir ja auch was Schönes in deinem Kleiderschrank. Du hast doch noch dieses schicke Kleid. Vielleicht ist das nicht was für den Geburtstag. Ach Mama, dieses Kleid, das hatte ich jetzt schon so häufig an. Also das ist ja ganz schön, aber ich dachte, ich kann irgendwas Besonderes anziehen. Also das sind ja die ganzen Verwandten von Dave. Die sollen mich doch auch schön finden. Okay. Kann ich nicht vielleicht mal ein neues Kleid haben, Mama? Okay, Hannah, du hast recht, war ein Versuch wert. Dann können wir direkt losziehen. Ich habe ja auch nicht nur ein Kleid im Kleiderschrank, ich habe ja mehrere. Und ich habe gehört, es gibt da so einen neuen Laden, da würden wir vielleicht was für dich finden. Okay, dann mal los, oder? Geld ja, klar. Ich, du bist dabei. Mädels-Shopping-Nachmittag. Na, wo geht's denn hin, ihr beiden? Martin, wir wollten gerade los. Hannah braucht ein neues Kleid. Sie ist zu dem Geburtstag von Daves Mama eingeladen. Oh, das ist ja schön. Daves Mutter feiert also Geburtstag. Und wir sind etwa nicht eingeladen, oder wie sieht's aus? Nein, Papa, was willst du denn bei Daves Mutter? Ich bin nur eingeladen. Ich bin auch mit Dave zusammen. So, da wären wir. Mann, ist es hier voll. Boah, echt? Ganz viele Frauen. Hat sich rumgesprochen. Dann wollen wir mal reingehen. Oh, hier gibt's richtig viele Klamotten. Also ich muss schon sagen, dieses Kleid ist einfach fabelhaft. Es steht Ihnen so gut. Und dann noch zu Ihren Augen auch so grün. Oh, super. Meinen Sie, ist das nicht ein bisschen eng? Also ich fühle mich damit gar nicht wohl. Oh Gott, was will die denn hier? Schnell wieder raus aus dem Laden, komm Mama! Hannah, wo willst du denn hin? Hast du gerade jemanden gesehen, den du nicht magst? Wir haben noch nicht mal angefangen hier zu shoppen. Oh Mann, was will die denn hier? Letztens war sie doch als Putzfrau bei uns zu Hause und jetzt als Verkäuferin hier im Laden? Ich verstehe gar nicht, warum Hannah sich so aufregt. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie arbeiten hier? Ja, aber natürlich, ich bin eine richtige Modeexpertin. Ich komme frisch aus Paris. Aha. So, Frau Vogel, wie kann ich Ihnen denn helfen heute? Ist es was für Sie? Soll es irgendwas anderes sein? Also, ich habe schon das perfekte Kleid für Sie. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich muss mich hier hinter den Kleidern verstecken. Nicht, dass sie mich sieht. Nein, ich suche kein Kleid für mich. Ich suche ein Kleid für meine Tochter Hannah. Wo ist sie denn hin? Sie war hier doch gerade noch. Hannah? Hannah? Wo bist du denn? Oh, habe ich mich erschrocken. Da ist ja ein Kind hinter den Kleidern. Oh, was machst du denn da, Kleine? Aha, habe ich mir schon fast gedacht.
Hanna, komm da raus. Du kannst doch nicht die Leute hier erschrecken. Hanna, und außerdem ist das echt ein schlechtes Versteck. Hier könnte ich doch alle sehen. Kann man nicht wirklich sehen? Ich dachte, ich hätte mich hier hinter dem Kleid versteckt. Aber naja, aber Mama, ich will nicht in einem Laden sein, wo meine böse Mathelehrerin auch ist. Hanna, das wird schon nicht so schlimm. Ich meine, wir müssen uns auch nicht von ihr beraten lassen. Wir können uns doch einfach so umschauen. Ignoriere sie einfach. Ah, ein Kleid für Hanna Vogel. Ah, da habe ich doch schon was im Kopf. Was sagen Sie denn zu diesem Rock hier? Der ist momentan der letzte Schrei in Paris und in Mailand. Sieht aus wie eine Tote. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber naja, passt ja zu Hanna Vogel. Na, was sagen Sie? Hanna, was meinst du denn? So ein Rüschenrock? Weiß nicht. Willst du den vielleicht mal anprobieren? Vielleicht gehen wir einfach mal zur Umkleidekabine. Könnte dir echt gut stehen, Hanna, dieser Rock. Okay, ja gut, ich probiere den mal an. Mama, das ist ja furchtbar. Ich sehe aus wie eine Ballerina. Ist doch schön. Also als Ballerina wärst du jetzt perfekt gekleidet, aber für den Geburtstag wahrscheinlich nicht so. Wir nehmen vielleicht was anderes mit. Was? Etwas anderes? Nein, 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 das geht nicht. Also möchten Sie nicht auf meinen Rat hören? Das passt doch perfekt zu Hanna Vogel. Naja, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, dass das perfekt zu mir passt. Ich ziehe es sofort wieder aus. Mir gefällt das gar nicht. Naja gut, okay. Ich bin ja eine Modeexpertin und deswegen hole ich mal was Neues. Ich habe da schon was. Oh Mama, können wir nicht vielleicht in ein anderes Geschäft gehen? Jetzt holt ich schon wieder was Neues zum Anziehen für mich. Ich möchte mich gar nicht von der beraten lassen. Hanna, warte doch erstmal ab. Vielleicht hat sie ja wirklich ein Gespür für Mode und sie sucht ihr jetzt was ganz Tolles raus. Na, was sagen Sie? Was sagen Sie besser nichts? Also, ich weiß, dass es einfach fabelhaft aussieht. Also, danach wird sich jeder umdrehen. Naja, also die Farbe mag ich schon ganz gerne. Na gut, ich zieh's nochmal an. Und Hanna, kann ich's auch sehen? Komm mal raus. Ich glaube, ich will gar nicht rauskommen, Mama. Mama, sieht das nicht furchtbar aus? Das ist doch überhaupt nicht meine Größe. Nein, ich glaube, das Kleid ist ein kleiner Reinfall. Ist das nicht für Erwachsene? Das hängt an dir wie ein Sack. Also erstens ist das ein Sonderpreis. Kostet nur 100 Euro. Normalerweise kostet das 110. Naja, egal. Und außerdem, es sieht einfach super aus. Ich weiß, die Farbe hier im Laden sieht etwas anders aus. Aber gehen Sie mal raus. Wollen Sie mir etwa nicht vertrauen? Ich bin eine Modeexpertin. Also bitte. Ja, ich glaub's Ihnen aufs Wort. Vielen Dank für Ihre Beratung. Hanna, du kannst das Kleid wirklich wieder ausziehen. Wir nehmen das nicht mit. Ah, ich hab schon mitbekommen. Sie wollen es also nicht haben. Da hätte ich aber noch was. Wie wär's denn mit diesem Rock hier? Okay, ich glaube, sie sieht uns gerade nicht. Hanna, wir hauen ab. Ja, das genau. Das wird nichts. Frau Vogel, wo wollen Sie denn eigentlich hin? Also, Sie haben noch keinen Kleid gekauft. Also bitte, stehen geblieben. Mama, komm. Halten Sie mich doch nicht fest. Ich wollte gerade gehen. Sie bleiben hier im Laden, bis Sie was gefunden haben. Nein. Also, als Mathelehrerin waren Sie ja wirklich schon komisch. Aber als Verkäuferin sind Sie richtig gruselig. Was soll das denn heißen? Ich gehe jetzt. Oh Mann, eigentlich gehe ich total gerne einkaufen. Aber das war heute schrecklich. Ich werde gar kein neues Kleid haben wollen. Ich ziehe einfach das alte nochmal an. Komm, Mama. Hola und herzlich willkommen zur ersten Folge von meiner neuen Show Playmobils Shopping Girl. Hier werden heute 5 interessante Kandidatinnen zusammenkommen und eine von ihnen geht dann heute los zum Shoppen, findet hoffentlich ein tolles Outfit und die anderen können das dann bewerten. Und am Ende der Show, also in ein paar Wochen, werden wir dann das neue Shopping Girl von Playmobil City haben. Wir haben hier ein gemütliches kleines Studio und hier werden gleich unsere Kandidatinnen Platz nehmen. Begrüßt mit mir Tonja, Helena, Shirin, Maike und Esra. Willkommen in der Show. Seid ihr schon aufgeregt? Nehmt doch Platz, Mädels. Wir haben doch hier gemütliche Plätze. Also ich kann mich auf gar keinen Fall hinsetzen. Ich bin so aufgeregt. Ich muss die ganze Zeit auf der Stelle tippeln. Ich bin auch total nervös. Na gut, ihr Lieben, dann will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Unser Thema ist heute ein Outfit für eine Party und die erste ist heute die Shirin. Shirin, du wirst gleich von deiner Shoppingbegleitung abgeholt und dann geht es los zum Shoppen. Ein Outfit für eine Party? Dann leg ich mal los. Hoffentlich finde ich was. Shirin hat jetzt 2 Stunden Zeit und 200 Euro zur Verfügung und kann sich ein tolles Outfit zusammenstellen. Und ihr 4, ihr könnt in der Zeit ein bisschen in Shirins Wohnung rumstöbern. Ach toll, dann sehen wir uns mal um, Mädels. Oh, Shirin wohnt oben im Dachgeschoss. Sieht ja gemütlich aus hier. Oh wow, sie hat so viele Klamotten. Sie ist ja richtig shopping-süchtig, glaube ich. Könnt ihr einen Schritt schneller gehen? Ich kann noch gar nichts sehen. Ich bin so gespannt, was sie für einen Klamottengeschmack hat. Wow, das sind mega schöne Kleider und schöne Röcke. Finde ich auch. Total hübsch. Oh, ob mir dieses rote Kleid wohl stehen würde? Ich glaube, rot ist gar nicht meine Farbe. Ich stehe ja total auf knallige Farben. Also, dieses grüne Kleid hier wird mir gefallen. Also, irgendwie gefällt mir hier ihre Wohnung.
Ich finde sie auch ganz schön, aber ein bisschen kahl irgendwie. Ich hätte die Wände auf jeden Fall gestrichen. Ein bisschen Deko fehlt auch noch. Ja. Hey Leute, hier, ich habe noch einen Kleiderschrank entdeckt. Wollen wir mal gucken, was da noch drin ist? Ja, zeig mal her, mach mal auf. Was ist denn da drin? Hey, was meint ihr zu dem Kleid? Also, ich glaube, rot steht mir nicht, aber soll ich das vielleicht einfach mal anprobieren? Oder guck doch mal. Wäre das nicht ein bisschen dreist, jetzt hier ihre Klamotten anzuprobieren? Echt? Wieso? Ich meine, sind die Kleider nicht dafür da? So, wir sind jetzt im Playmobil City Shopping Center angekommen. Ich habe die 200 €, 2 Stunden Zeit und ich denke, wir können starten. Ach so, das ist übrigens meine Shoppingbegleitung. Hallo! Das ist Cassandra. Wir kennen uns aus der Schule, also schon ganz, ganz lange. Ewig lang sind wir schon Freunde, ne? Aber du, Shirin, also die Zeit läuft. Lass uns lieber schnell starten und was Schönes für dich finden. Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Also ein Party-Outfit müssen wir ja finden. Genau. Laufen die 2 Stunden jetzt eigentlich schon ab? Ja, los, komm schon. Oh, schau dir mal dieses Kleid an. Ich denke, das wird dir gut stehen. Und guck mal, nur 39 €. Dann hättest du echt noch viel übrig. Also wenn ich das Kleid nehmen würde, hätte ich noch 160 €, also 161 € für Schuhe und auch noch eine Handtasche und Accessoires. Genau, und noch für dein Styling. Du musst ja auch noch zum Friseur. Ach ja, stimmt. Also ich würde vorschlagen, du gehst einfach in die Umkleidekabine und ich bringe dir ein paar Kleider rein. Und die probierst du dann an. Super, Cassandra. Oh, wo bleibt sie denn? Also irgendwie dauert es hier ziemlich lange. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich werde ein bisschen panisch. Oh, jetzt habe ich endlich das Kleid in deiner Größe gefunden. Hier ist es. Oh Mann, 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 ich bin echt gespannt, Shirin. Hast du schon angezogen? Noch nicht, aber gleich. Komm doch da mal richtig raus, damit ich dich sehen kann. Oh ja. Also, wie gefällt's dir denn? Oh, irgendwie gefällt's mir überhaupt nicht, aber Cassandra, sag mal, hast du das Kleid ja von der Schaufensterpuppe genommen? Ja, das war das einzige in deiner Größe. Ach so. Dann suche ich mal weiter, zieh dich schnell wieder um. Ich habe da hinten ein ganz schönes blaues Kleid entdeckt. Was hältst du denn von blau? Gerne, probiere ich gerne an. Dann hole ich dir das jetzt. Mhm. Oh, hier ist es. Es war auch in deiner Größe da. Also, ab rein damit. Oh, wow, komm mal raus. Komm, schau dich mal im Spiegel an. Und, wie sehe ich aus? Echt richtig schön. Ich finde, die Farbe steht dir total gut. Oh, ich glaube, das nehme ich. Das gefällt mir echt gut. Das sitzt wie 1A. Meinst du, da gibt's noch irgendwelche Accessoires dazu? Die brauche ich auf jeden Fall noch. Da schauen wir gleich nach. Komm. Also, ich würde das Kleid auf jeden Fall zu einer Party tragen. Aber ob das die anderen Kandidatinnen auch so sehen? Nachher kriege ich schlechte Punkte. Egal, ich bin davon überzeugt. Also ich würde dir dafür eine glatte 10 geben. Ja? Danke, Cassandra, das ist lieb. Dann lass uns doch am besten noch schnell nach einer Handtasche schauen. Komm mal hier vorne hingucken. Da habe ich ein paar Sachen entdeckt. Hier gibt es richtig schönen Haarschmuck und Ketten und so. Oh, die Handtasche, die würde, glaube ich, gut zu meinem Kleid passen, oder? Genau, das ist die gleiche Farbe irgendwie. Mhm. Und wie teuer ist die Handtasche? Also, diese Handtasche hier, die kostet 19,95. Aber Cassandra, wie teuer war denn eigentlich das Kleid? Das Kleid, das kostet 99 €. 99? Aber das ist auch echt tolle Qualität. Oh Mann, dann habe ich ja nur noch knapp 80 € für den Rest. Oh, ich bin sehr gespannt, ob Shirin diese Handtasche nimmt. Ich finde, die würde sehr gut zu dem Kleid passen. Aber wie sich wohl die Haare machen wird. Oh Mann, Mädels, wir haben jetzt echt hier alles durchforstet. Den Kleiderschrank, die Kleiderstange. Was machen wir denn als nächstes? Puh, weiß ich nicht. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie was zu essen oder zu trinken? Ich glaube, sie hat gar nichts zu essen für uns vorbereitet. Vielleicht hat sie das in der Aufregung vergessen. Ach, nicht so wichtig. Ich denke, wir können auch danach noch was essen gehen. Waren wir denn schon sonst im Rest der Wohnung? Oh Mann, die anderen Kandidatinnen sind ganz schön neugierig. Die suchen echt alles durch in der Wohnung von Shirin. Aber naja, wir schauen mal, was Shirin als nächstes macht. So, wir haben nur noch wenig Zeit. Jetzt geht's noch schnell zum Friseur und Make-up und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Oh Mann, Shirin, ich bin so stolz auf dich. Also du wirst da auf jeden Fall gewinnen. Du siehst so toll aus in dem Kleid. Und wie machst du denn jetzt die Haare noch? Hallo, wir sind hier von der Show Shopping Girl. Haben Sie vielleicht einen Termin gerade frei? Ach ja, die Show. Von der habe ich gehört. Na klar, setzt euch hin. Also hier ist schon mal der Friseurstuhl frei. Und hast du dir irgendwas Besonderes vorgestellt für deine Haare? Irgendeinen besonderen Stil oder soll ich einfach machen? Ich würde sonst eine Frisur machen, die zu deinem Kleid passt, was du gerade anhast. Das ist doch dein Outfit, oder? Ja, genau. Ich habe auch nur noch 80 €. Könnten Sie mir dafür die Haare machen und auch schminken? Wow, Shirin, du siehst so toll aus. Total verändert. Oh, die Frisur steht dir richtig gut. Guck doch mal in den Spiegel, Shirin. Oh Mann, ach, das sieht so gut aus. Wow, das sieht ja total anders aus. Gefällt mir richtig gut. Und passt auch schön zu dem Kleid. Also, wie die Haare so hängen. Toll.
Na, dann würde ich sagen, ich bin fertig für den Laufsteg und ich werde mein Outfit gut präsentieren. Mal sehen, was die anderen sagen. Und wir haben auch alles unter 2 Stunden geschafft. Super. Dann vielen Dank für den Besuch und ich drücke euch die Daumen. Ich werde die Show dann im Fernsehen gucken. Oh, Shirin, ab jetzt musst du alleine weiter. Aber es hat mir viel Spaß gemacht, deine Shoppingbegleitung zu sein. Danke nochmal, Cassandra. Viel Glück, lass dich drücken. Dankeschön und dir eine gute Heimreise. So, ihr Lieben, es sind 2 Stunden vergangen und alle Kandidatinnen haben sich wieder hier eingefunden bei uns im Studio. Die 4 Mädels waren in der Wohnung von Shirin und Shirin, die war unterwegs in Playmobil City und hat sich ein Outfit zusammengestellt. Oh, was wird sie wohl tragen? Ich bin so gespannt. Vielleicht ein Kleid oder vielleicht doch eine Hose? Und Laufsteg frei für Shirin. Puh, ein Schritt vor den anderen setzen, ganz langsam, sonst falle ich noch über das lange Kleid. Oh, schon komisch, auf so einem Laufsteg zu sein. Alle gucken mich an. Shirin, das machst du super. Oh, ich bin jetzt mal gespannt, was die anderen dazu sagen. Ob denen das wohl gefällt, mein Outfit? Shirin, ich finde dein Outfit wirklich toll, aber hattest du den Armreif nicht schon vorhin und auch die Schuhe? Die sind doch nicht neu. Ja, stimmt. Ich glaube, dafür sollte es Punktabzug geben. Ich dachte, wir sollen alles neu kaufen. Jetzt kommen wir schon zur Punktewertung. Also überlegt euch, wie viele Punkte wollt ihr Shirin geben? Also eine Zahl von 0 bis 10. 10 ist besonders gut, 0 ist besonders schlecht. Und sagt jetzt bitte, welche Punktzahl soll Shirin von euch bekommen? Also Shirin, für dein heutiges Outfit würde ich dir 7 Punkte geben, weil du eben keine neuen Schuhe hattest und auch keinen neuen Armreif. Aber ansonsten finde ich das Outfit wirklich schön. Oh, also ich finde deine Haare total toll, Shirin. Ich finde, du hast das richtig, richtig gut gemacht. Und insgesamt, das Outfit sieht einfach toll aus. Aber einen kleinen Punktabzug muss ich dir dann wohl auch geben, wegen der Klamotten, die du einfach anbehalten hast. Ich gebe dir dann 9 Punkte. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sein. Also ich finde, das Kleid steht dir einfach nicht. Der Schnitt steht dir nicht, die Farbe steht dir nicht. Die neue Frisur finde ich auch blöd. Also du hast dich bemüht, aber also von mir gibt es nur 5 Punkte. Also für eine Party kann man das wirklich super tragen. Das Kleid steht dir gut, passt total zu deinem Typ und auch die neuen Haare sehen wirklich toll aus. Ich würde dir 8 Punkte geben. Also das wären dann 29 Punkte. In den nächsten Wochen werden jetzt noch die anderen Mädels shoppen gehen und ganz am Ende gebe ich dann meine Punkte bekannt. Wer also unser Playmobil Shopping Girl wird, das steht noch in den Sternen. Wenn ihr weitere Folgen sehen möchtet, gerne einen Daumen nach oben dalassen und schreibt auch mal in die Kommentare, welche Punkte hättet ihr Shirin gegeben. Also bis zum nächsten Mal bei Playmobils Shopping Girl. Tschüss! Ja, Pia, das klingt wirklich total gut. Ich würde super gerne mit dir da hingehen ins Einkaufszentrum, aber ich weiß nicht, ob ich darf. Ja, ist ja gut. Ich will mir das doch gar nicht entgehen lassen. Ich frag meine Mutter. Liebste Mama, ich hätte da eine Frage. Hanna, was gibt's denn? Rück mal raus mit der Sprache. Also, ich weiß ja, das ist gestern ziemlich blöd gelaufen mit dem Auto und ich weiß, dass Papa und du ziemlich sauer auf Emma und mich sind, aber... Das war aber nicht unsere Schuld. Ich meine, das haben wir schon ganz oft gesagt. Naja, ich komme dann mal zum Punkt. Im Einkaufszentrum ist heute eine Shopping-Challenge und meine Freundinnen gehen auch hin. Darf ich bitte dahin gehen? Bitte. Bitte was? Eine Shopping-Challenge im Einkaufszentrum? Das klingt ja super gut. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Kommt, Mädels, kommt. Oh, das war doch leichter als gedacht. Also, anscheinend, Mama ist nicht mehr sauer wegen gestern. Shopping-Challenge? Oh, nö, da habe ich keine Lust zu. Kann ich nicht hierbleiben und Peppa Wutz gucken? Emma, nein, das kommt nicht in Frage. Das ist unsere gemeinsame Aktivität jetzt. Wir gehen da zusammen hin. Los, kommt. Also Mama, du weißt schon, dass ich da mit meinen Freundinnen verabredet bin. Also Becky kommt, Pia kommt und wir wollten uns eigentlich da verabreden, zu dritt. Ach, Hanna, das ist doch egal. Ich meine, dann sind wir eben zu 5. 5 Mädels, das wird doch witzig. Oh Mann, ja, ich stelle mir das total lustig vor zum Brüllen. Oder auch nicht, ich gehe trotzdem mit. Kinder, schaut doch mal, wie viele Leute hier schon sind. Wow, hier ist ein ganz schöner Andrang. Und schaut mal, was die da drüben aufgebaut haben. Das sind doch Gabi und Raoul, cool. Oh, und ich sehe auch da hinten schon Becky und Pierre. Ich gehe da mal kurz rüber und sag Hallo. Ja, Hanna, aber bitte komm sofort wieder. Ich will euch hier nicht verlieren. Ja, sieh mal einer ein Hallo, Schwesterchen. Und Tessa ist auch da. Claudia, was machst du denn hier? Das ist eine Shopping-Challenge. Als ob du da mitmachen könntest. Niemals. Also ich werde da definitiv auf jeden Fall, also das steht außer Frage, werde ich da mitmachen. Ich stelle mich nach vorne hin. Ich bin die bestgekleidetste Person in ganz Playmobil City. Zumindest an meiner Schule. Hey, Hanna, da bist du ja. Hallo, na? Hey, Mädels.
Hanna, du hast es wahrscheinlich verpasst. Die haben das gerade erklärt, wie das funktioniert. Also, es gibt 3 Personen und die kriegen 200 Euro und können sich dein Outfit zusammenstellen, wie sie wollen. 200 Euro? Ich würde da so gerne mitmachen. Das klingt so cool. Ja, 3 Leute können da mitmachen. Wie wäre es denn, wenn wir 3 das wären? Also nochmal herzlich willkommen hier zu unserer Shopping-Challenge. Wir suchen hier gleich 3 Personen aus, die jeweils 200 Euro bekommen. Und diese 3 Personen können sich dann ein tolles Outfit zusammenstellen und sich stylen lassen. Naja, und am Ende schauen wir, wer die Challenge gewonnen hat. Ganz genau. Claudia, du meinst ja wohl nicht, dass du da teilnehmen könntest. Also du hast ja wohl gar keinen Modegeschmack. Wie, warum denn nicht, Maren? Ich finde schon, dass ich einen Modegeschmack habe. Shoppen liegt mir einfach. Also gut, als erstes sehe ich hier vorne eine junge Dame. Die meldet sich schon die ganze Zeit. Du bist dabei. Komm nach vorne. Ich hab's natürlich geahnt. Tessa Schnösel ist mein Name. Ich bin selbstverständlich mit dabei. Alles klar, Tessa, dann hier ist das Geld. Also ob ich davon viel kriege? Ich weiß ja nicht. 200 Euro, das reicht vielleicht für Haschbang. Na gut, dann suche ich doch mal die nächste Person aus. Wer will denn als Freiwilliges vor, hm? Ja, hier, ich würde gerne. Ich würde auch gerne. Ich auch. Hier. Alles klar, dann mal nach vorne kommen. Ach, klasse. Die bestgekleidete Person in ganz Playmobil City. Frau Diva. Lassen Sie mich mal durch. Hallo. Ja, ich mache hier mit. Ja, ich bin die Frau Diva. Oh, Frau Diva macht da mit. Da bin ich ja echt mal gespannt. Oh, oh Mann. Toll. Ich dachte, die meinte uns. Dachte ich auch, aber die hat auf die Frau Diva gezeigt. Wie blöd. Oh, das ist ja echt cool. Das passt irgendwie zu Frau Diva, ja, oder? Ja, finde ich auch. Und dann noch die junge Dame da drüben. Kommen Sie bitte nach vorne. Ich hab's gleich gewusst. Ja, natürlich. Familie Schnösel ist wieder gut vertreten. Hm, ein bisschen schade finde ich das ja jetzt schon. Ich hätte auch gerne mitgemacht, aber das waren wohl jetzt schon die 3 Personen. Nein, einen Moment mal bitte. Eigentlich meine ich Sie. Also Sie. Mich? Zeigt sie etwa auf mich? Hallo? Ja, genau, Sie. Sie da in der weißen Bluse. Kommen Sie bitte nach vorne. Mama, jetzt geh ich schon. Ja, die meinen dich. Du darfst ja jetzt mitmachen. Los. Was? Also ich kann da jetzt nicht mitmachen und stattdessen Claudia? Junge Dame hat sie doch gesagt. Also hier hätten wir dann unsere 3 Kandidatinnen. Alle haben jetzt ihre 200 Euro und dann können wir gleich starten. Oh Mann, was für eine Konkurrenz. Meine Tante Claudia und die andere sieht ja jetzt auch nicht unbedingt besonders stylisch aus. Hanna, hast du das mitgekriegt? Das ist deine Mutter da vorne. Oh, das gibt's ja nicht. Die haben Mama ausgewählt. Oh, wie cool. Oh, yes. Unsere Mutter macht da mit. Ja, die wird gewinnen. Super. Auf jeden Fall. Daumen sind gedrückt. Alles klar, dann ist das jetzt hier der Startschuss. Denken Sie daran, es muss alles von den 200 Euro gekauft werden. Also, wie, was? Jetzt geht's schon los? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Wo soll ich denn als erstes hingehen? Ich bin sowas von aufgeregt. Kinder, habt ihr das mitbekommen? Mama. Ich muss mir jetzt ein Outfit zusammenstellen. Wie soll ich das machen? Keine Sorge, Mama, wir begleiten dich. Wir helfen dir und suchen was Schönes für dich aus. Oh, das ist lieb, Kinder. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeschmissen. Dann gehen wir doch mal vielleicht als erstes in diesen Laden hier. Ich trage deine Handtasche. Dann kannst du besser gucken. Also dieser Rock hier, der würde ja total meinem Styling entsprechen sonst, aber den kriege ich niemals für 200 Euro. Hallo meine Kleine, kann ich dir irgendwie helfen? Suchst du was Bestimmtes? Das soll ja wohl ein schlechter Witz sein. Sie wollen mir helfen? Ich habe einen richtig guten Kleidungsgeschmack, aber Sie, was ist das denn? Ist vom Flohmarkt? Tessa, komm mal hier drüben hin. Also ich helfe dir. Ich habe hier ein paar schöne Kleider entdeckt. Und lass dich doch nicht anquatschen, wir haben keine Zeit. Oh, Frau Diva, ich meine, das Kleid, was Sie anhaben, das steht Ihnen wirklich toll. Ach ja, danke, danke. Aber ehrlich gesagt, mir steht alles ziemlich gut. Oh, aber dieses Brautkleid, wunderschön. Naja, aber für 200 Euro werde ich das wohl nicht bekommen. Mann, Pia, Frau Vogel, die sieht richtig cool aus. Was hat die denn da an? Und Kinder, was meint ihr? Steht mir das gut? Ja, Mama, das ist echt schön, aber guck mal das da drüben. Vielleicht ziehst du das auch nochmal an. Oh, Hanna, du bist echt eine Riesenhilfe. Dieses Kleid gefällt mir noch viel besser. Gut, dass du das gefunden hast. Oh, cool, Mama, jetzt brauchst du nur noch eine schöne Handtasche und Schuhe. Und ein cooles Styling. Mann, dieses Einkaufszentrum ist einfach so schlecht ausgestattet. Jetzt bin ich hier schon in der Sportabteilung und habe immer noch nichts. Ach, Frau Schillich, das ist so nett, dass Sie mich begleiten. Was halten Sie von diesem Kleid? Also ich finde ja, das steht Ihnen total gut, sehr sommerlich. Aber naja, ich habe es ja eben schon gesagt. Eine wunderschöne Frau wie mich kann nichts entstellen. Ich sehe in allem gut aus. Oh, Gabi, ich sehe gerade, die Hälfte der Zeit ist schon rum. Ja, Raoul, ich meine, die Teilnehmerinnen müssten sich langsam um ihr Styling kümmern. Also die Schuhe und das Kleid, das habe ich schon mal, aber ich brauche noch das Styling. Kann ich das hier bei Ihnen machen lassen? Aber natürlich, und ich habe schon ganz tolle Ideen. Einfach hier hinstellen. Oh, wow, das kann sich wirklich sehen lassen. Gefällt mir schon mal ganz gut, was ich da sehe. Mama, du siehst so cool aus und die neue Frisur. Wow. Also das kann ich echt nur bestätigen, Frau Vogel. Sie sehen echt hammermäßig aus. Oh, das müsste das Signal gewesen sein. Jetzt darf keiner mehr weitermachen. Ja, jetzt müssen unsere Teilnehmerinnen fertig sein. Na, ich bin schon sehr gespannt. Also gut, beginnen wir mit Tessa. Tessa, kommst du nach vorne? Ich bin schon total gespannt auf das Styling. Wer wird wohl gewinnen? Oh, wer wird denn hier wohl gewinnen? Toll.
Also für diese paar Euro, 200 Euro an der Zahl, habe ich nur diese Handtasche bekommen. Aber ich denke, damit werde ich trotzdem gewinnen. Also ich würde mal sagen, am Thema vorbei, oder nicht? Genau, die hat nur eine Handtasche. Ja, ihr könnt ruhig applaudieren. Ich meine, hier kommt die Gewinnerin. Naja, ob das die Gewinnerin ist, wollen wir mal sehen. Also Gabi und ich werden jetzt jeweils Punkte von 1 bis 10 vergeben. 1 ist nicht so gut, 10 ist sehr gut. Also, da muss ich leider ernst bleiben, aber da gibt es nur einen Punkt. Ich meine, das ist kein komplettes Outfit. Also von mir 2 Punkte. Raoul, da warst du wirklich ganz schön gnädig. Ich meine, das ist nur eine Handtasche. Das ist nicht die Aufgabe gewesen. Bitte was? Sie haben mir insgesamt nur 3 Punkte gegeben? Das ist eine Frechheit. Also was für eine Blamage. Die haben es auf mich abgesehen. Ich hau ab. Und da sehen wir unsere nächste Kandidatin mit einem tollen Sommeroutfit. Das ist doch unsere Lehrerin. Ja, Frau Diva, die ist kaum wiederzuerkennen. Ja, ich werde mich nochmal drehen, damit ihr mich von allen Seiten sehen könnt. Ja, ich sehe wunderschön aus. Also das ist wirklich ein gelungenes Outfit, muss ich sagen. Dann gibt es jetzt die Punkte von uns. Also von mir gibt es 8 Punkte. Oh, und von mir gibt es 9 Punkte. Ach, klasse, ich wusste es. Das sind 17 Punkte für mich. Oh, sehr schön, sehr schön. Und jetzt kommt die letzte Kandidatin. Oh, das ist Mama. Guck mal. Ja, ich bin schon total gespannt, wie viele Punkte die kriegt. Jetzt gucken alle auf mich. Ich bin schon ganz schön nervös. Mann, oh Mann, ich bin das nicht gewohnt. Wow, sehr schön. Handtasche passend zum Kleid und die Frisur erst. Dann gibt es jetzt die Punkte von uns. Oh, ich sehe bei dir, Gabi, 9 Punkte und von mir auch 9 Punkte. Insgesamt 18. Und damit ist diese hübsche Dame unsere Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe tatsächlich gewonnen. Ich bin total überfordert. Mann, ist das aufregend. Mama, ja, du hast gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und weil sie gewonnen haben, gibt es hier nochmal 200 Euro obendrauf. Viel Spaß beim Shoppen. Was? Wow, das ist super gelaufen. Ich meine, ich darf das Outfit behalten. Ich habe ein neues Umstyling. Ich habe 200 Euro bekommen und ich habe gewonnen. Also ich meine, besser hätte es gar nicht laufen können. Oh, morgen ist schon Heiligabend. Ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Wir müssen so viel erledigen und vorbereiten. Wie soll ich das alles nur schaffen? Oh, hier steht auch überall Geschirr. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich das hinräumen soll. Vor allem, wie es hier aussieht, wenn die Gäste kommen. Ich schaffe das alles nicht. Ich brauche einen Hauselfen oder so. Irgendjemand, der mir zur Hand geht. Oh, Martin, ich habe so einen Stress wegen Weihnachten und du sitzt hier und liest Zeitung? Ja, tut mir leid, aber hier ist gerade ein ganz interessanter Artikel. Also weißt du eigentlich, wie viel Geld man für Weihnachtsgeschenke mal ausgibt? Ja, unfassbar. Ganz ehrlich, Martin, das ist mir ziemlich egal. Ich habe ganz andere Sorgen. Könntest du mir nicht irgendwie zur Hand gehen und das Haus aufräumen? Nein, oder? Unfassbar. Und Playmobil City ist im landesweiten Vergleich auf Nummer 1. Also wir geben hier anscheinend am meisten aus für Weihnachtsgeschenke. Verstehe ich nicht. Also womit Martin sich schon wieder beschäftigt, dafür habe ich einfach keinen Kopf. Und jetzt muss ich auch noch ins Einkaufszentrum und er hört mir überhaupt nicht zu. Was ist denn los, Mama? Soll ich dir helfen? Soll ich mit ins Einkaufszentrum kommen? Ich habe dir zugehört, Mama. Ich will dir helfen. Ach, das ist wirklich lieb, Hannah. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du mitkommen würdest. Machst du das? Ja, klar, Mama. Martin, wir machen uns dann los ins Einkaufszentrum. Ja, genau. 75%. Unfassbar, ne? Also, das ist ja... Hannah, du musst dir unbedingt noch was Warmes anziehen. Draußen ist es super kalt. Und dann fahren wir auch los. So, angezogen habe ich mich jetzt schon mal. Die Tasche ist bereit und ja, diesen ganzen Rest, den muss ich dann irgendwie wann anders machen. Oh, Berge von Geschirr. Ich muss auch den Kuchen backen. Ich muss auch das ganze Essen vorbereiten, das Weihnachtsessen, Kekse backen. Ich muss auch die Geschenke einpacken. Ach nein, was ist denn hier los? Hier ist es aber voll. Oh, nein. Hannah, so viele Leute habe ich hier noch nie gesehen. Ich auch nicht. Was machen die denn alle hier? Wahrscheinlich Weihnachtsgeschenke kaufen. Warum ausgerechnet heute alle? Hannah, kannst du bitte vorgehen? Wir müssen hier irgendwie durchkommen durch diese Menschenmenge. Ich glaube, hier an der Seite können wir hergehen, Mama. Hey du, warum schubst du mich denn? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wir wollen da nur durch, meine Mama und ich. Wir haben es eilig. Ach, was brauche ich denn alles nochmal? Geschenkpapier, Kerzen? Dann wollte ich vielleicht noch mir was Neues kaufen zum Anziehen. Was Festliches. Und dann natürlich noch die ganzen Sachen zu Hause. Oh, wir kommen hier wirklich keinen einzigen Zentimeter voran. Wir sind jetzt schon 10 Minuten und warten auf, keine Ahnung, hier ist doch eigentlich gar keine Schlange. Claudia? Claudia, bist du es? Hey, Claudia! Ach, David, du bist es. Ich bin total im Stress. Ich habe leider keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Oh, okay. Mama, wo bleibst du denn? Ich habe es geschafft, mich durchzudrängen. Achso, ich wollte dich eigentlich auch nur fragen, wie findest du meine neue Frisur? Ich benutze einen neuen Conditioner. Keine Zeit, David. Ich muss weiter. Okay. Frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Ciao. Oh nein, habe ich Mama jetzt etwa verloren? Ich sehe sie überhaupt nicht Hannah. Mehr. Hier bin ich, Mama. Ach, da bist du ja. Wir dürfen uns hier nicht verlieren in diesem ganzen Getummel.
Das ist aber ein schicker Rock. Der gefällt mir super gut. Hanna, glaubst du, dieser Rock würde mir gut stehen? Das wäre doch was für Weihnachten. Ja, schon. Ach, Mama, ich dachte, wir müssten was Dringendes besorgen für Weihnachten und so. Den musst du doch auch noch anprobieren, oder? Ach, Hanna, das geht doch super schnell. Den Rock ziehe ich einfach über meine Hose. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Oh, ist das etwa die Schlange für die Umkleidekabine? Oh, ich glaube, das Anprobieren kann ich mir abschminken. Ach, Mama, wenn du dich da jetzt anstellst, das dauert doch ewig. Hanna, das geht bestimmt schnell. Ich meine, es sind ja nur wenige, also es sind viele Leute, aber mit wenigen Teilen. Und den Rock einfach hier lassen, das kann ich nicht. Okay, Mama, ich warte dann hier mit deiner Handtasche, ne? Also, ich bleib hier stehen. Ist gut. Oh, wie lange stehe ich denn jetzt hier schon? Wann kommen die denn endlich wieder? Achtung, kann ich mal durch? Hanna, hier bin ich. Ach, da bist du ja endlich, Mama. Nicht stehen bleiben, einfach weiter. Dringe dich einfach durch. Ich habe den Rock anprobiert, der hat nicht gepasst, aber ich habe schon andere Sachen gefunden. Die habe ich direkt mitgenommen. Entschuldigen Sie, darf ich einmal durch? Entschuldigung. Ich komme hier auch nicht weiter. Oh, Mann. Wenn ich mich nicht echt beeile, dann hängt Mama mich ab. Warte doch auf mich, Mama. Sag mal, Hanna, hast du eigentlich noch meine Handtasche? Ja, klar, die habe ich doch super. Hier. Super, ich dachte, ich hätte die irgendwo vergessen. Fahren wir jetzt nach Hause, Mama? Ja. Okay, dann ab nach Hause. Da wartet ja noch der ganze Abwasch. Oh nein. Oh, eigentlich gehe ich ja gerne ins Einkaufszentrum, aber das ist so schrecklich heute hier. Ich komme überhaupt nicht durch und dauernd wird man geschubst. Oh Mann, ist das eng hier. Jetzt bin ich hier direkt unter dem Arm von der Frau. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Können Sie noch ein bisschen reinrutschen? Also, da müssen auch noch andere Leute rein. Oh Mann, ich klebe hier fast an der Scheibe. Das ist so eng hier drin. Und die Frau, die hat, glaube ich, kein Deo benutzt. Hanna, alles okay bei dir? Wir sind auch gleich hier raus. Aber in diesem Fahrstuhl ist es ja kaum auszuhalten. Ich spüre den Atem von anderen Leuten. Oh, das gibt es doch nicht. Wie sieht's hier denn aus? Super! Oh, schöne Blumen. Alles glänzt. Ja, ich war das. Schön, ne? Habe ich alles hier aufgeräumt. Also mir gefällt's. Martin, ich dachte wirklich, du hättest mir nicht zugehört. Du warst irgendwie total abwesend und in deine Zeitung vertieft. Aber schön, dass du aufgeräumt hast. Das freut mich wirklich. Natürlich habe ich zugehört. Also klar, ich war vertieft in meine Zeitung. Aber ich kann auch zuhören. Also das geht bei mir auch. Ach Martin, vielen, vielen Dank. Das hat mir jetzt wirklich noch die Last von den Schultern genommen. Dankeschön. Oh Mann, das wäre der schlimmste Einkaufszentrumbesuch meines Lebens. Kurz vor Weihnachten. Das mache ich nie wieder. Aber Mama scheint jetzt ganz zufrieden zu sein.